Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, ich begrüße Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft. Hallöchen. Hi. Wir sprechen über sicherheitspolitische Pläne für die nähere Zukunft. Seit Monaten wird über den Ausbau der Videoüberwachung in Deutschland zum Beispiel diskutiert. Der wird gefordert von sogenannten Experten. Zudem soll auch die automatische Gesichtserkennung eingeführt werden. Auf EU-Ebene wiederum will man ebenfalls mit einer neuen Antiterror-Gesetzgebung für mehr Sicherheit in Europa sorgen. Es droht gar die Einführung von Netzsperren und ein Angriff auf Anonymisierungsdienste wie Tor. Ob die Maßnahmen sinnvoll und geeignet sind und was konkret auf uns zukommt, welche Alternativen es vielleicht sogar gibt, das weiß eben Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft. Tachchen nochmal. Hey. Wieder Videoüberwachung über alles könnte man als Überschrift benutzen. Das Bundesdatenschutzgesetz soll geändert werden, um mehr Videokameras zu ermöglichen. Auch vor dem Hintergrund des Anschlages am Breitscheidplatz ist die Diskussion nochmal hochgekocht. Was ist da der aktuelle Stand? Was wird konkret gefordert und was kommt auf uns zu, Alexander? Ja, also die Forderung nach mehr Videoüberwachung ist ja eine der ältesten Forderungen, die auch immer wieder regelmäßig gestellt wird. Jetzt gibt es eben einen konkreten Gesetzesvorschlag, es gibt einen Kabinettbeschluss, also die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, dass eben das Bundesdatenschutz geändert werden soll und es ermöglicht werden soll für zum Beispiel Einkaufszentren, Sportplätze und so weiter und so fort. Also überall, wo sich große Menschen ansammeln und es eben in privater Hand ist, diesen Einrichtungen es zu erleichtern, Videoüberwachungsanlagen zu installieren, eben mit der Begründung für mehr Sicherheit. Hier war es in der Vergangenheit eben so, dass also die Datenschutzbeauftragten in den Ländern, die das Ganze dann auch genehmigen mussten, wenn solche Anträge reinkamen, dann doch eben sehr genau geschaut haben, gesagt haben, hier braucht es vielleicht nicht noch zusätzlich eine Videoüberwachungsanlage und das soll eben ein Stück weit zurückgefahren werden, dass eben mehr Videoüberwachungsanlagen installiert werden können. Das Ganze ist jetzt schon an Bundesrat übermittelt worden und wird dann eben auch entsprechend im Bundestag in Kürze behandelt werden, sodass dann auch in darüber abgestimmt wird. Jetzt haben aber die Länder, du hast es schon durchklingen lassen, durchaus die Möglichkeit, da nochmal mit eigenen Kriterien auf diese Problematik zu gucken. Hier in Berlin ging die Diskussion ja auch schon los über mehr Videoüberwachung, eben wie gesagt wegen des Anschlages am Breitscheidplatz. Klaus Lederer von der Linken hat jetzt gesagt, er stellt für die IS keine weiteren Kameras zur Verfügung, um Propaganda zu betreiben. Eine Aussage, die von manchen gefeiert wurde, andere haben die aber kritisiert und haben gesagt, so einfach ist es eben auch nicht. Wie ist das einzuschätzen? Wie erfolgreich sind denn Videoüberwachungssysteme, wenn es zum Beispiel darum geht, terroristische Anschläge zu verhindern? Naja, also zunächst muss man erstmal feststellen, wir haben schon ziemlich viele Videoüberwachungsanlagen und es finden trotzdem terroristische Anschläge statt. Die Linke hat auch im Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens eine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet und hat dort eben nachgefragt, was denn die Bundesregierung für Zahlen hat, um eben mal zu belegen, inwieweit jetzt Videoüberwachungsanlagen tatsächlich sinnvoll sind im Kampf gegen Terrorismus. Und dort musste auch die Bundesregierung eben einräumen, dass bisher eben keine Anschläge durch Videoüberwachungsanlagen verhindert wurden und dass eben auch wenn wir jetzt über den Breitscheidplatz reden, sie sich nicht zu spekulativen Annahmen äußert. Also, dass man hier eben auch mehr als anzweifeln kann, dass jetzt hier eine Videoüberwachungsanlage irgendwas gebracht hätte. Auch wenn man sich eben den Fall genau anschaut, fragt man sich, wo an welcher Stelle, welche Form von Videoüberwachungsanlage denn hätte bitte stehen sollen, um diesen Anschlag zu verhindern. Also hier sehen wir, dass das eigentlich sehr populistische Forderungen sind, die gestellt werden nach einem Ausbau von Videoüberwachung. Und es gibt eben nach wie vor keine Belege dafür, dass Videoüberwachung eben dafür nützlich sein kann. Auch in Bekämpfung von normaler Kriminalität führt es eher dazu, dass sich einfach Kriminalitätsplätze verlagern. Also Videoüberwachung ist eigentlich überhaupt kein geeignetes Mittel, um gegen sowas vorzugehen. Und von daher muss man das eben absolut kritisch hinterfragen. Ja. Klaus Lederer hat mit seiner Aussage ja gemeint, dass Leute, die für den IS in Großstädten Anschläge verüben, dass dies unter Umständen eher gut fänden, wenn sie dabei noch gefilmt werden von Kameras. Denn so wird ja aus dem Anschlag noch eine größere Sache. Man sieht ja auch, dass der Attentäter sich dann selbst auch nochmal vor Kameras unterwegs auf seiner Flucht dann eben auch positioniert hat, um eben sich auch zu zeigen. Ja. Und man natürlich will, eben bei dieser Form von terroristischen Anschlägen ist ja das gewünscht, dass eine besonders große öffentliche Aufmerksamkeit hergestellt wird. Und da hilft natürlich in diesem Sinne eine Videoüberwachungsanlage eher, dass sie tatsächlich solche terroristischen Anschläge verhindert. Also von daher sollte man auch eben tatsächlich überlegen, ob es nicht eher kontraproduktiv ist, eben tatsächlich hier solche Videoüberwachungsanlagen dann auch aufzustellen. Jetzt hast du vorhin auch den Begriff des Populismus erwähnt. Das heißt, dass sich Politiker mit ihren Aussagen vielleicht ein bisschen einschleimen wollen bei dem
Volk, über das quasi zu herrschen ist. Und da fällt ja auf, dass in Berlin gerade um die 70% in der Tat sagen, ja, wir brauchen mehr Videoüberwachung. Da muss ja dann unter Umständen versucht werden, aufklärerisch zu arbeiten, um auch die Bevölkerung von diesem Gedanken wieder wegzubringen, dass mehr Videoüberwachung automatisch gleich mehr Sicherheit bedeutet. Absolut, deswegen bin ich auch froh, dass wir heute über dieses Thema hier reden können, weil es eben offensichtlich ist, dass es hier große Teile der Bevölkerung gibt, die eben den Glauben haben, dass Videoüberwachung zu mehr Sicherheit führt. Sie fühlen sich eben auch sicherer, die Leute. Nur muss man sich auch hier eben wieder fragen, ob nicht eben zum Beispiel ein Polizist an dieser Stelle tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen könnte und eben auch dieses Gefühl der Sicherheit erhöhen könnte und nicht Investitionen eben in Ausrüstung der Polizei oder eben auch einfach in Personal hier nicht sinnvoller geeignet ist, eben als solche Videoüberwachungsanlagen an den Platz zu bringen, die dann auch in der Regel dafür genutzt werden, dann auch relativ zügig diese Kompetenzen, für die sie einst installiert wurden, auch zu überschreiten. Also auch hier kennen wir zum Beispiel Aussagen von Merkel im Wahlkampf, ich weiß gar nicht wann, das war vor einigen Jahren schon auf jeden Fall, die dann auch mal meinte, man müsste solche Videoüberwachungsanlagen auch dafür nutzen, um zum Beispiel Falschparker in der zweiten Reihe damit Ordnungsgeld zu sanktionieren. Also wo man dann merkt, dass hier eben dann solche Maßnahmen relativ schnell für alle anderen möglichen Sachen auch genutzt werden. Und dann wird es natürlich ein kritischer Eingriff in die Privatsphäre der Menschen, wenn dann eine Ordnungswidrigkeit eben mit sowas sanktioniert werden soll. Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Straftaten, die jetzt im Moment gerade aufgeklärt wurden, auch mit Hilfe von Videobildern, die sind ja alle aufgeklärt worden, beziehungsweise auch die Videobilder sind aufgenommen worden von Kameras, die da eben schon seit Jahrzehnten zum Teil installiert sind. Das heißt, auch hier ist eigentlich kein Ausbau der Videoüberwachung nötig in der Stadt Berlin, aus eurer Sicht zumindest. Genau, also es gibt sicherlich Punkte, wo man darüber nachdenken muss, eine Videoüberwachungsanlage zu installieren. Das ist ja auch sinnvoll, dafür gibt es das Gesetz auch, aber dafür gibt es eben auch die Datenschutzbehörden, die das prüfen, und das haben sie in der Vergangenheit sehr ausgewogen getan, das haben sie sehr gut getan. Sie haben nicht jede Videoüberwachungsanlage verboten, ganz im Gegenteil, viele wurden eben auch zugelassen, weil man gesagt hat, an dieser Stelle macht es Sinn, eine Tiefgarage zum Beispiel, da macht es vielleicht durchaus Sinn, eine Videoüberwachungsanlage zu installieren, aber eben auf großen Plätzen noch die 150. Kamera aufzuhängen, da muss man sich dann schon fragen, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Ja, jetzt haben wir auch die automatische Gesichtserkennung schon erwähnt. Viele Kritiker der Videoüberwachungssysteme sagen ja auch, naja gut, wenn man die Videokameras aufbaut, dann muss das auch irgendwie ausgewertet werden und das würde nur durch viele Polizisten und Polizistinnen gewährleistet. Dann sagen aber wiederum andere, ja nee, automatische Gesichtserkennung, dann macht das System auch einiges selber. Was ist davon zu halten aus eurer Sicht? Nee, die Idee klingt erstmal naheliegend und relativ verlockend. Man kann Personal einsparen und kann dann eben die Polizisten, die nicht vor so einer Videoüberwachungsanlage hängen müssen und sich alles angucken müssen, auch wieder auf die Straße schicken. Also von daher klingt das erstmal ganz gut. Das große Problem dabei ist, dass man natürlich auch da wieder eine Datenbank braucht, weil um eine automatische Gesichtserkennung durchführen zu können, brauche ich auch natürlich irgendeine Datenbank, mit der ich abgleichen kann, wen ich denn da jetzt sehe. Und das würde im Grunde dazu führen, wenn man das zu Ende denkt, dass es von jedem von uns eben ein Bild in einer Datenbank gibt, damit dann so eine Videoüberwachungsanlage eben tatsächlich auch Leute erkennen kann. Und auch hier muss man sich darüber hinaus wieder fragen, ob eben Terroristen, die dann zum Beispiel irgendwo aus Syrien kommen, sich vorher eben extra noch in so eine Datenbank eintragen lassen, bevor sie dann hier eben durch unsere Straßen laufen. Also auch da muss man eben nach der Effektivität solcher Maßnahmen einfach mal fragen. Und das scheint uns doch eben nicht unbedingt gegeben. Ja, Thomas de Maizière hat ja in seiner Rede vor ein paar Tagen jetzt gesagt, Freiheit und Sicherheit lassen sich nicht gegenseitig ausspielen oder sind keine Alternativwerte, aber man muss diese beiden Werte eben doch, glaube ich, gegeneinander abwägen, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich quasi komplett überwacht durch diese Stadt laufe, fühle ich mich vielleicht sicher im Sinne von, mich wird jetzt keiner überfallen vor laufenden Kameras oder so, aber ich fühle mich doch so unfrei, dass es mir auch dass das Sicherheitsgefühl wahrscheinlich überhaupt nicht mehr spürbar oder angenehm ist, wenn du verstehst, was ich meine. Und hinzu kommen ja noch weitere Maßnahmen, also zum Beispiel die Zentralisierung des Verfassungsschutzes, also des Inlandsgeheimdienstes, was gefordert wird, auch völlig absurd und also massiver Angriff auf unser Grundgesetz, was hier gefordert wird. Und es gibt auch immer wieder die Angriffe auf Anonymisierungsdienste, sowas wie Tor oder eben, dass E-Mail-Verschlüsselung geknackt werden soll. Es wird die Forderung nach einer Vorratsdatenspeicherung von sowas wie WhatsApp und Skype gefordert. Und da merkt man einfach, dass hier auf allen Fronten versucht wird, eben den Überwachungsstaat weiter aufzubauen und Grundrechte eben zu egalisieren. Eben. Also das Grundrecht auf Freiheit ist eben auch ein Grundrecht. Und das muss man natürlich auch entsprechend achten und kann das hier nicht eben bis zur Unkenntlichkeit aushöhlen. Ja, und nochmal vielleicht um dieses Thema, den Deutschlandblock quasi abzuschließen. Nochmal vielleicht der Satz, dass es in der Tat bessere Möglichkeiten gibt, Kriminalität zu verhindern und auch Anschläge, als noch mehr
Videokameras. Ich kann auch verstehen, wenn man als Bürger oder Bürgerin dieser Stadt in so einem Reflex erstmal sagt, ja, bitte hängt da eine Kamera auf, ich will, dass das nie wieder passiert. Aber wenn man ein bisschen mehr nachdenkt, liebe Hörer und Hörerinnen, und wenn man sich das ganze Thema ein bisschen genauer anguckt, muss man leider feststellen, dass es mit den Videokameras nicht getan ist. Wir reden jetzt gleich nochmal weiter auch über sicherheitspolitische Ideen für Europa. Alexander Sander und ich, wir regen uns über Videoüberwachung auf wie die zwei alten Männer aus der Muppet Show. Zurecht. Nein, zurecht. Oh, das möchte ich nicht. Videoüberwachung ist das zentrale Thema gerade, wenn man über sicherheitspolitische Ideen für die Zukunft in Deutschland sprechen will, auch in Berlin. Eins der wichtigsten Themen im Moment. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt wollen wir aber auch nochmal einen Blick in die europäischen Parlamente wagen. Was sind denn da für Gedanken geäußert worden zum Thema Sicherheitskonzepte? Es wird ein großer Maßnahmenkatalog ja auch diskutiert im Europäischen Parlament. Was steht denn da zum Beispiel drin? Also Ende 2015 hat die EU-Kommission einen entsprechenden Vorschlag gemacht, um neue Antiterror-Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dann hat man jetzt ein Jahr lang verhandelt. Es gab einen Trilog, also das EU-Parlament und der Rat haben miteinander verhandelt und haben dann Ende letzten Jahres, also Ende 2016, ein finales Papier fertiggestellt, was jetzt zur Abstimmung steht, Mitte Februar im EU-Parlament. Und da geht es darum, dass zum einen auch die Überwachung an öffentlichen Plätzen ausgedehnt werden soll, aber auch eben noch dazu darüber hinaus in öffentlichen Nahverkehrsmitteln zum Beispiel, also im Personenverkehr. Okay. Und das Ganze soll eben nicht nur eine Videoüberwachung sein, sondern auch zusätzlich noch eine Audioüberwachung. Oh. Also hier wird eben neben der Videoüberwachung auch noch eine Audioüberwachung zum Beispiel von öffentlichen Plätzen gefordert. Auch eine relativ weitreichende Maßnahme, die auch so schwammig formuliert ist, dass man sich darunter eigentlich alles Mögliche vorstellen kann. Also es wird zwar gesagt, es soll gezielt stattfinden, aber gezielt kann eben auch eine ganze U-Bahn-Linie sein, ein ganzer Alexanderplatz oder was genau stellen die sich eben unter gezielt vor. Ja. Also hier ist eben sehr schwammig formuliert worden, sodass da eben die Türen geöffnet werden, um hier sehr weitreichende Überwachungsmaßnahmen einzuführen. Ja, und auch gruselige Überwachungsmaßnahmen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass sich die Interessen einer Regierung in Europa, innerhalb Europas verändern, dann lässt sich auch schnell verändern, unter welchen Kriterien eben abgehört wird oder beobachtet wird. Und man weiß ja, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit auch hier in der Nähe noch Regime gab, die eben nicht wollten, dass man schlecht über sie spricht und wo man da auch ganz schnell mal aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und das eben, also ich denke auch im US-Wahlkampf hat man gesehen, dass eben Kandidaten eben die Macht übernehmen können, denen man das am Anfang nicht zugetraut hat. Auch hier gibt es eben durchaus eigenartige Kräfte, die versuchen bei der Bundestagswahl viele Stimmen einzusammeln. Und diese Gefahr sollte man sich natürlich immer bewusst sein bei all den Maßnahmen, die man da bespricht, dass da hier eben auch möglicherweise irgendwann mal Leute an die Macht kommen, die weniger verantwortungsvoll mit eben diesen genannten Maßnahmen umgehen. Hinzu kommt natürlich auch immer der Missbrauchsskandal bei sowas. Also auch solche Fälle gab es eben, dass dann eben Polizisten, die von ihrer Frau verlassen wurden, dann eben solche Maßnahmen genutzt haben, um diese dann eben zu überwachen. Also auch hier immer das Missbrauchspotenzial ist natürlich immer da. Aber abseits davon ist es natürlich auch wieder einfach grundlegend ein Angriff auf die Grundrechte. Also wenn hier eben eine Audioüberwachung an öffentlichen Plätzen stattfindet, ist das einfach ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, sodass man sich eben dann auf öffentlichen Plätzen vielleicht gar nicht mehr eben ungezwungen unterhalten will. Man denke vielleicht auch an Demonstrationen. Also wenn dann eben eine Demonstration möglicherweise zum Beispiel an so einem überwachten Platz stattfindet und hier dann eben Leute sich unterhalten und dabei überwacht werden, ist das natürlich eine unfassbar krasser Eingriff in die Grundrechte, der hier geplant wird. Hinzu kommt noch, und das hatte ich auch schon, wir hatten schon mal eine Sendung eben auch dazu gemacht, dass auch Netzsperren wieder gefordert werden. Mhm. Netzsperren bedeutet, es findet sich irgendein illegaler Inhalt im Netz, auf irgendeiner Webseite gibt es zum Beispiel einen Aufruf zu Gewalt oder einen Aufruf zu Straftaten, in welcher Form auch immer. Und dann will man diese Nachricht aus dem Netz kriegen und anstatt diese Nachricht aber zu löschen, wird einfach nur der Zugang zu der Seite für die Menschen in einem bestimmten Gebiet, eben zum Beispiel Europa, gesperrt oder alle Internetnutzer aus Deutschland. Das eine Problem bei dieser Maßnahme, dieser Netzsperren, ist, dass sie extrem leicht zu umgehen sind. Mhm. Also ich brauche einfach nur zu sagen, ich bin halt kein Deutscher mehr, sondern Amerikaner, komme wieder auf die Seite, ohne Probleme zugreifen. Also die Netzsperre ist einfach leicht zu umgehen. Und wir hatten diese Debatten eigentlich auch schon alle mal geführt. Wenn erinnere sich an
an die Zensursula-Debatte, ja. wo wir eben es erfolgreich geschafft haben, diese idiotische Idee der Netzsperren eigentlich von der Agenda zu holen. Jetzt insbesondere über Monika Hohlmeier, CSU-Abgeordnete im EU-Parlament, die eben sich stark macht für diese Netzsperren, ist das Ganze wieder aufs Tableau geraten. Man muss natürlich sagen, unser Einsatz im Vorfeld, hier bedanken wir uns auch wieder bei allen, die mitgemacht haben, im letzten Jahr im Kampf gegen diese Netzsperren in dieser konkreten Richtlinie hat zumindest dazu geführt, dass jetzt eben in dem Kompromisspapier, was jetzt abgestimmt wird, die Netzsperren fakultativ eingeführt werden. Das bedeutet, jeder Mitgliedstaat kann selber überlegen, ob er Netzsperren einführt oder nicht. Nichtsdestotrotz hätten wir uns natürlich gewünscht, dass das komplett rausfliegt und rufen natürlich jetzt dazu wieder alle auf, hier auch nochmal die Abgeordneten zu kontaktieren. Am 14. Februar soll die Abstimmung stattfinden. Schön am Valentinstag, oder? Wahrscheinlich, genau, ja. sich hier nochmal dafür stark zu machen, dass eben diese Überwachung der öffentlichen Plätze rausfliegt und der öffentlichen Verkehrsmittel und dass eben sowas wie Netzsperren einfach ersatzlos gestrichen wird, weil das Einzige, was wirklich hilft, ist eben das Löschen solcher Inhalte. Und das große Problem eben auch bei Netzsperren ist immer das Overblocking, also dass hier eben auch Nachrichten geblockt werden, die eigentlich überhaupt nichts gesetzeswidrig ist. Auch da hat man eine Technik dann vorliegen, die auch missbraucht werden könnte. Jetzt haben wir gesagt, Videoüberwachung finden wir nicht so gut, Netzsperren finden wir auch nicht so gut, auch das Überwachen von öffentlichen Verkehrsmitteln mit Audiospuren zusätzlich, das gefällt uns nicht. Welche Alternativen gibt's? Nicht, dass jetzt hier irgendjemand denkt, ja, die digitale Gesellschaft ist selbst eine kriminelle Organisation. Die wollen vermeiden, dass sie erwischt werden bei irgendwas. Aber darum geht's uns ja nicht. Uns geht's ja um die Grundrechte des Bürgers, um die freiheitlichen Grundrechte, die das Leben in der Demokratie ja eigentlich auch so lebenswert machen. Die werden ja durchaus eingeschränkt durch diese ganzen Überwachungsmethoden. Trotzdem muss man vielleicht in Zeiten des internationalen Terrorismus über Alternativen nachdenken. Wie kann man solche kriminellen Aktionen oder auch terroristischen Aktionen verhindern? Was gibt's da für Ideen? Naja, zunächst mal, wie du schon gesagt hast, darf man den Terroristen nicht zum Gesetzgeber werden lassen. Mhm. Also das ist nämlich genau eine Strategie dieser Person, dass hier eben versucht wird, unsere Grundrechte, unseren Rechtsstaat, unsere rechtsstaatlichen Prinzipien zu torpedieren. Und das gelingt eben, wenn man immer mit solchen aktionistischen Maßnahmen reagiert. Und das große Problem ist eben, wenn man zum Beispiel sich diese EU-Maßnahmen zum Antiterror anschaut, ist, dass noch nicht mal im Vorfeld eine Folgenabschätzung gemacht wurde, wie das normalerweise üblich ist, wenn die EU Gesetze vorschlägt. Das ist das Mindeste, was zunächst erstmal gemacht werden muss, dass hier eben Konsultationen stattfinden, Expertengespräche stattfinden und eben untersucht wird. Ist die Maßnahme, die wir hier vorschlagen, überhaupt geeignet, um eben das Ziel, was man da in dem Fall hat, eben die Verhinderung von terroristischen Anschlägen zu erreichen? Und Alternativen sind da. Alternativen werden auch immer diskutiert. Es fängt ganz simpel damit an, dass man einfach mehr Ressourcen und den Polizeien erstmal den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellt. Also die sitzen teilweise mit hornalten Computern da. Ja. Und mit Digitalfunkgeräten, die nicht funktionieren. Ja, oder sowas. Also dass die erstmal eine ordentliche Ausrüstung bekommen. Ja. Und natürlich, dass auch eine personelle Aufstockung stattfindet. Ja, ja. Also eine Videoüberwachungsanlage wird eben auch keinen Polizisten ersetzen. Ein Polizist kann jemand festnehmen, wenn er vor Ort ist, eine Videoüberwachungsanlage nicht. Ja. Also hier gibt's einfach auch in dem Bereich, könnte man Gelder einfach sinnvoller an andere Stelle einsetzen. Und dazu kommt natürlich, dass man sich auch mit den Ursachen von Terrorismus auseinandersetzen muss. Auch eine gute Idee. Ja, und hey, ist ein bisschen komplizierter, aber Captain als kann man Obvious. Das aufhängen. Ja, es ist relativ naheliegend, aber das kommt in den Debatten, wenn überhaupt, nur am Rande vor. Ja. Es werden eben immer nur populistische Maßnahmen, die extremst kurzfristig gedacht sind, vorgeschlagen. Und da erhoffen und erwarten wir uns eigentlich eine viel dezidiertere Auseinandersetzung mit dem grundsätzlichen Problem, was treibt diese Leute überhaupt dazu, solche Aktionen zu starten. Und man muss natürlich auch in einem Rechtsstaat akzeptieren, dass es immer irgendwo Wahnsinnige gibt, die Amok laufen. Das ist leider so und das werden wir auch, egal was wir für ein System haben, es sei denn, wir sperren wirklich jeden Menschen einfach direkt nach der Geburt in Gefängnis, schlichtweg nicht verhindern können. Aber man kann sich eben mit den Ursachen von Terrorismus auseinandersetzen. Was bringt eben Leute dazu, sich solchen Gruppierungen anzuschließen und eben da anzusetzen, an dem Punkt, bevor die eben überhaupt erst zu solchen Gruppen gehen, die da abzuholen und natürlich auch sowas wie Aussteigerprogramme finanzieren, solche Maßnahmen auf den Weg zu bringen, dass Leute, die eben dann in solchen Gruppierungen unterwegs sind und vielleicht irgendwie Angst haben oder nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen, denen eben eine Hilfe anzubieten und zu sagen, hier ist eben die entsprechende Info-Hotline oder hier ist eben der entsprechende Kontaktpunkt, wo ihr hingehen könnt, um aus solchen Gruppierungen wieder rauszukommen. Ja, hört sich aus meiner Sicht auch alles relativ sinnvoll an. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft war bei mir
im Studio. Wir haben ein bisschen gequatscht über sicherheitspolitische Pläne in der Bundesrepublik und auf EU-Ebene. Sicherheitspolitische Pläne, die vielleicht auch nochmal umformuliert wurden nach dem Anschlag am Breitscheidplatz. Wir hoffen an dieser Stelle, dass wir vielleicht ein bisschen aufklärerisch arbeiten konnten. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn es zum Volksentscheid kommen sollte, zum Thema Videoüberwachung in Berlin, das hat ja die CDU schon angekündigt, ich glaube, bis dahin hat sich die Bevölkerung dieser so coolen Stadt wieder ein bisschen beruhigt und wird dann eben nicht mehr zu 70% für eine ausgebaute Videoüberwachung sein. Wir haben ja gerade auch schon ein bisschen erklärt, warum das aus rationaler Sicht Quatsch ist, und die fängt ja dann an, wenn das Emotionale aufhört zu brodeln. Alexander Sander, so vielen Dank für deinen Besuch und danke. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.